Topfgucker TV empfiehlt. Ja, herzlich willkommen im schönen Freiburg an der Unstrut. Sie befinden sich hier im Saale-Unstrut Weinanbaugebiet. Scheiblitz ist ein kleiner Weinort und hier befindet sich unser Landgasthaus, das Gasthaus Bretsch. Mein Name ist Gabriele Schnee. Ich bin die Inhaberin des Hauses und gleichzeitig stehe ich der Küche vor, bin die Chefköchin des Hauses. Ja, wir haben hier einen schönen Rehrücken, den ich schon für Sie vorbereitet habe. Ich muss ihn noch etwas apparieren. Das Wild haben wir frisch von unseren Jägern bekommen. Und das würde ich für Sie jetzt schön küchenfertig zubereiten. Die Parüren werden dann angebraten und die können Sie für Ihre Soße verwenden. Ja, die Parüren sind die Abschnitte, das ist die Sehnenabschnitte, auch was ich vom Knochen abgetrennt habe, das kann man alles mit verwenden. Und das gibt natürlich eine wunderschöne Soße mit, entsprechend mit Wurzelwerk angebraten, würde ich Ihnen dann gleich noch zeigen. Für unseren Rehrücken, den möchten wir jetzt mit Wildgewürzen ein bisschen marinieren. Dazu nehme ich Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Piment, etwas Lorbeer, etwas Nelke. Und das würde ich jetzt mörsern. So, die schönen Wildgewürze haben wir dann hier als gemahlen. Und so fein gemahlen marinieren wir jetzt unseren Wildrücken. So, an diese gehackten Walnüsse kommen jetzt noch zwei Eigelb oder zwei Eier. Die werden mit den Walnüssen vermengt. So, und dann geben wir nach und nach das Semmelbrösel, also von unserem getrockneten Weißbrot. Das gibt so eine schöne Bindung. So haben wir dann eine Masse. Diese Masse gebe ich jetzt hier auf die Folie. So. Riecht man schon die frischen Walnüsse sehr schön. Das gibt natürlich dann ein wunderbares Aroma, passt sehr schön jetzt zur Jahreszeit. Die Walnüsse haben wir jetzt gerade geerntet. So, und um das uns ein bisschen einfacher zu gestalten, dann das ein bisschen ausgerollt. So, hier wird unser Rehrücken eingelegt. Und die übrige Masse kommt dann um den nächsten natürlich runter. Jetzt ist das natürlich noch sehr schön modellierbar, sodass man das wirklich schön überall ummanteln kann. Die Semmelbrösel nimmt ja jetzt das Ei noch auf und wird dadurch etwas fester, sodass man das jetzt 2 Stunden ungefähr kühlt. Und dann haben wir eine wunderschöne Brotkruste, die sich dann auch gut braten lässt. Die Birne bringt die Fruchtigkeit. Gerade Frucht passt sehr gut zum Wild. Und die wird im Prinzip jetzt mit dem Parisienne-Ausstecher, also Pariser Ausstecher, werden wunderschöne kleine Kügelchen ausgestochen, die dann karamellisiert werden. Und zum Schluss an unserem Gericht natürlich das i-Tüpfelchen geben mit den frischen Preiselbeeren. Dann noch als Geschmacksträger mit angerichtet werden. Ja, jetzt karamellisieren wir unsere Birnenkügelchen. Dazu verwenden wir natürlich ein bisschen schön Zucker. Zu viel brauchen wir nicht, die Birne bringt ja schon die Fruchtigkeit mit. Das soll ja keine Süßspeise werden, das ist ja im Prinzip als Beilage gedacht. So, jetzt lassen wir unseren Zucker zerlaufen. Es dauert einen kleinen Moment, brauchen wir ein bisschen Geduld. Natürlich dann den Punkt nicht verpassen, dass es nicht schwarz wird. So, es riecht schon wie Zuckerwatte. So, man sieht jetzt schon, dass es leicht Farbe bekommt. Kommt jetzt ein bisschen Butter dazu. Und ablöschen tun wir. Weißwein.
jetzt die Birnen, das ist ja eine Winterbirne, die noch ein bisschen weich werden sollte. Deshalb haben wir die ja jetzt noch so. Und das lassen wir jetzt so leicht vor sich hin köcheln. Ja, unseren Rehrücken habe ich jetzt aus der Kühlung genommen, habe die Folie schon mal entfernt. Hier sieht man, dass die Masse jetzt fest geworden ist, dass das Semmelmehl ist aufgequollen. Hier sieht man noch schön die Walnusskruste, also die Walnusskerne. Ja, und jetzt nehmen wir etwas Butterschmalz. Die Pfanne habe ich schon vorgeheizt. Das sollte man nicht in Öl machen, weil jetzt möchten wir ja den Geschmack haben. So, ich nehme jetzt meinen Rehrücken und lege den in meinen Butterschmalz ein. Jetzt wird er schön von allen Seiten angebraten. Und dann kommt er in den vorgeheizten Ofen. Den Ofen habe ich auf 180 Grad schon mal vorbereitet. So 10 Minuten Vorheizzeit, dass der schon mal Temperatur hat. So, und jetzt sehen Sie schon, dass der schön Farbe bekommt. Und dann haben Sie natürlich eine schöne braune Brotkruste rundum. Der Ofen gibt zwar auch noch etwas Farbe, vollendet die ganze Geschichte noch, aber so haben wir jetzt schon mal unsere Grundfarbe. Jetzt stockt natürlich das Ei, was wir mit in der Masse drin haben. Da muss man natürlich auch mit dann aufpassen, dass man die Temperatur nicht zu hoch nimmt. Ja, verbrennen darf es natürlich auch nicht. Wir wollen ja nur eine schöne Farbe haben. Er ist rundum schön angebraten. Dann kommt er raus aufs Blech und in den Ofen. So, jetzt können wir unsere Birnen durch Sieb abgießen. Das Karamell kann man noch verwenden dann für, also wir in unserer Gaststättenküche sowieso, für Äpfel karamellisieren, für Walnüsse karamellisieren. Also man kann es noch weiter verwenden. Sie zu Hause können es gerne zum Dessert oder Sie kosten einfach schon mal vorher, ob das alles gut geworden ist. Das schmeckt nämlich super. Die Preiselbeeren, die hatte ich vorher schon abgegossen, sodass man, ich arbeite gerne mit denen nur eingelegt, aber hat man natürlich mehr den Preiselbeergeschmack. Natürlich eine heiße Angelegenheit. Jetzt richte ich die Birnenkügelchen an und die Pilze auf unseren Kartoffelschaum. Jetzt kommen wir zu unserem Rehrücken. So, erstmal müssen wir die Kanten, das brauche ich zum Aufstellen. So, dann haben wir den, der wird leicht schräg angeschnitten. So, hier sieht man schön wie rosa, die schöne Farbe. So. Kann man schön in den rosa Rehrücken reinschauen und drum haben wir unsere Brotkruste. Deshalb brauchen wir auch vom Püree nur etwas, weil das ist ja schon unsere Sättigungsbeilage. Preiselbeeren sollen die Harmonie bilden mit unserer Birne, die wir vorbereitet haben. Und jetzt fehlt noch unser Süßchen. So, werte Gäste, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an uns, besuchen Sie uns. Sie sind herzlich willkommen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de